Heute möchte ich Ihnen mit dem Smavia Viewing Client eine leistungsstarke und intuitiv zu bedienende Videobetrachtungssoftware vorstellen. Im Kamerabaum sehen Sie Ihre eingerichteten Kameras. Sie können zwischen verschiedenen Split-Darstellungen wählen, hier als Beispiel ein Vierfach-Split, wo Sie mittels Drag and Drop ganz einfach Ihre Kameras in die Fenster ziehen können. In der oberen Menüleiste können Sie zwischen verschiedenen Split-Ansichten wählen. Ebenfalls sehr komfortabel ist die Split-Tauschfunktion. Wenn Sie zwei Ansichten tauschen wollen, reicht ein Verschieben per Drag and Drop. Die entsprechenden Kameras werden automatisch und in Echtzeit ausgetauscht. Die Auswertung muss nicht unterbrochen werden. Sie können die Bilder auch mit einem Doppelklick maximieren und wieder mit einem Doppelklick zurück in die Voreinstellung. Ein besonderes Highlight sind die flexiblen Split-Fenster. Hier können Sie Ihre Split-Fenster selbst definieren. Dazu markieren Sie einfach mehrere Fenster und mit Rechtsklick unter dem Punkt Flexibler Split selektierte Splits kombinieren, können Sie aus mehreren Fenstern ein einzelnes machen. Nun können Sie beispielsweise Ihre Kameras aus dem Kamerabaum auswählen oder Sie nehmen eine Kamera, die bereits aufgeschaltet ist und ziehen sie mittels Drag and Drop in das neue Fenster. Da wir an keine festen Bildformate wie 16:9 oder 4:3 gebunden sind, können Sie auch einen Korridormodus erstellen. Dazu markieren Sie Ihre Split-Fenster und mit Rechtsklick Flexibler Split und selektierte Splits kombinieren, erstellen Sie einen einzelnen Split im Hochformat. Jetzt können Sie Ihre Kamera aus dem Kamerabaum auswählen und das neue Split-Fenster mittels Drag and Drop hereinziehen. Wenn Ihre Kamera, so wie in diesem Fall, noch nicht richtig gedreht ist, können Sie auch dies softwareseitig problemlos machen. Ich gehe jetzt wieder zurück zur Einzelansicht. Sollten Sie wie in meinem Beispiel mit mehreren Monitoren arbeiten, gibt es die Möglichkeit, den Smavia Viewing Client auch in mehreren Instanzen zu starten. Dies zeige ich Ihnen jetzt. Sie gehen auf den Punkt Programm, weitere Instanz starten. Die zweite Instanz öffnet sich sofort und Sie haben dieselben Funktionalitäten wie in der ersten. Sie können hier mehrere Splitfenster öffnen und Kameras beispielsweise aus dem ersten Kamerabaum in der zweiten Instanz mittels Drag and Drop starten. Als weiteres Feature der Software gibt es die Möglichkeit, auch Lagepläne anzuzeigen. Um Ihnen das einmal besser zu verdeutlichen, wechsle ich in den Einzelsplit-Modus und trenne mich von der bereits aufgeschalteten Kamera. Jetzt nehme ich meinen Lageplan und ziehe ihn in das freie Split-Fenster. Sie sehen hier den Lageplan mit den dort eingezeichneten Kameras. Im Lageplan können Sie Ihre gewünschte Kamera mittels Doppelklick aufschalten oder per Drag and Drop in ein Split-Fenster ziehen. Besonders komfortabel, gerade beim Multifokal-Sensorsystem, ist die Zoom-Funktion. Einfach mit dem Mausrad scrollen und Sie können in das Bild zoomen. Gleichzeitig öffnet sich ein kleines Zusatzfenster, auf dem Sie jederzeit das Übersichtsbild und den gewählten Ausschnitt im Blick haben. Sie können auch einfach mit der Maus den gelben Kasten im Übersichtsbild verschieben oder scrollen, um im Bild zu navigieren. Sollte es aus datenschutzrechtlichen Gründen notwendig sein, Personen im Videobild unkenntlich zu machen, gibt es die Möglichkeit, bewegte Objekte im Videobild zu verpixeln. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Videobild auf den Punkt Bildinhalt, Verpixelung und aktivieren diese. Sie sehen, alle bewegten Objekte im Videobild werden verpixelt. Sie sehen, wie einfach und komfortabel die Software zu bedienen ist. Der Smavia Viewing Client steht auf der Dallmayr Homepage kostenlos zum Download zur Verfügung.